Jetzt bei Schläferz. Nur noch wenige Augenblicke und wir werden mit eigenen Augen den einzig überlebenden Schneemenschen aus der Eiszeit bestaunen können. Der Bursche ist riesig. Freuen Sie sich auf den Kultfilmklassiker Yeti. Die ganze Welt will ihn sehen. Er ist sensibel und hat eine zarte Seele. Fickende Hölle kann der bewemsklotzen. Die Bestie ist verrückt geworden. Also los, lass jucken, Yeti. Findet ihn und schießt ihn ab. Und mit diesem musikalischen Jodel- und Schunkelkleinod aus den gewaltigen Gebirgen des Himalaya heißen wir Sie allerherzlichst willkommen zum grandiosen Spätsommerstaffelfinale von Schläferz, wo wir Ihnen heute einen kolossalen Kinokult-Klops-Klassiker der Superlative präsentieren, in dem ein Yeti vorkommt, mit dem überaus vielsagenden Megatitel Yeti! Oder gab's da noch irgendeinen Zusatz? Was? Du meinst sowas wie ein Zottelbär zum Knutschen? Zum Beispiel? Ein schrilles Vieh auf Achse? Frankensteins Enkel aus dem Eishaut auf die Pauke? Ja, ja, ja. Oder so? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ja. Der Schneemensch kommt, stand manchmal drunter, aber sonst, nö. Na bitte, sag ich doch. Einfach nur Yeti. Ja. Ein Mann, ein Wort. Mehr muss man ja auch nicht sagen. Und wie wir alle wissen, stammt dieser wunderbare Wahnsinnsstreifen natürlich aus. Na, Oliver? Italien natürlich, nicht? Also zusammen mit Kanada. Oder meintest du jetzt aus welchem Jahr? Das wäre 1977. Ganz genau, korrekt. Das lasse ich durchgehen. Ja. Wir zeigen heute den italienisch-kanadischen Knallerstreifen Yeti aus dem Jahr 1977, inszeniert unter der erfahrenen Leitung von, diesem Italiener. Ja, sag schon. Ich habe gerade eine Blockade. Eben hatte ich es noch. Adriano? Pietro? Lombardi? Stracciatello? Ravioli? Francesco? Giovanni? Gianfranco? Ja. Carolini? Ja, das war er, selbstverständlich, lag mir auf der Zunge. Sorry. Ja, allerdings natürlich wie meistens unter seinem englischen Pseudonym Frank Kramer. Na klar, ja. Hat er ja fast immer so gemacht, der Giancarlo. Gianfranco. Ja eben, und weil er das selber immer durcheinander brachte, dann doch meist lieber als dieser Ernst Kramer. Frank Kramer. Natürlich, du musst mich da jetzt nicht immer verbessern, so habe ich es ja gemeint. Mhm. Franz Krömer. Peter, sag mal, könnte es vielleicht sein, dass du hier gerade so auf ganz üble Weise nur so tust, als hättest du irgendeine Ahnung, aber in Wirklichkeit nur durch geschicktes Nachfragen versuchst, mir die Informationen aus der Nase zu ziehen, wie so ein schmieriger Wahrsager bei AstroTV, hä? Du bluffst, mein Lieber. Ja, also bitte. Das ist ja aber jetzt schon, also ich bin ehrlich, du meinst allen Ernstes, ich würde, sorry, da fehlen mir die Worte. Nee, wirklich, okay, ich gebe es zu, es war ein Versuch, aber nur aus Notwehr, weil du mich ja immer so hinstellst, als würde ich mich hier nie ordentlich vorbereiten. Ja, weil du es ja auch nicht tust, perfekte Axt. Mann, liebe Zuschauer, sagen Sie es mir, was soll man da noch machen, Manchmal kommt man selbst als hochmotivierte pädagogische Lehrkraft an seine Grenzen, Bei so stinkfaulen und bockigen Schutzbefohlenen, die einem dann sogar noch rotzfrech mitten ins Gesicht lügen. Ach komm. Nee, pfui, Schande. Ich schäme mich für dich, Peter. Ehrlich, ja. Ich befürchte, da ist mal wieder ein Brief an deine Eltern fällig. Jetzt halt doch mal die dumme Laberfresse und mal einfach weiter, du Rottenmeier-Paukerpest. Also zur Sache, was hat dieser Rex Kramer alias Jan Fick dich Pimmelinski noch so auf dem Zettel? Muss man den kennen? Nun ja, müssen muss man gar nicht, nicht? Aber sollen könnte man. Also ich meine, können sollte man schon, nicht? Ach, ist ja auch egal, Mann. Gianfranco Parolini, a.k.a. Frank Kramer, hatte in den 60ern und 70ern jedenfalls als Autor und Regisseur ein durchaus beeindruckendes Portfolio an gehobener und erfolgreicher Euro-Trash-B-Ware zu bieten. So inszenierte und schrieb er nicht
nur zahlreiche Herkules-, Samson- und Sandalenfilme, sondern startete auch die überaus populäre Kommissar X-Reihe und inszenierte gleich 4 der 7 Streifen. Mhm. Ja, doch nicht nur das, auch die 3 Supermänner räumen auf stammt von ihm und zog ganze 10 Fortsetzungen nach sich. Mhm. Nicht zu vergessen die Sabata-Reihe mit Lee Van Cleef und sogar mal Yul Brynner, die er ebenfalls auf den Weg brachte. Plus zahlreiche andere One-Off-Italo-Action-Kracher wie 2 Schlitzohren in der gelben Hölle, 4 fröhliche Rabauken und Wir sind die Stärksten mit unseren gefürchteten Spencer Hill, Kopien, Smith und Kobe. Huiuiuiui, da füllen mir doch das Fransenfeld. Der ist ja wirklich nicht ohne dieser Franco Cremissimo. Chapeau mit O. Also könnte unser Yeti heute ja doch durchaus mal ein respektabler Vertreter seiner Zunft sein. Sehe ich das richtig? Der Regisseur scheint ja im Gegensatz zu den meisten Karpeigen sonst bei uns zumindest in Grundzügen eine gewisse Kompetenz und Sachkenntnis in Sachen Buch und Regie zu besitzen. Ja, nicht wahr? Ha? Das könnte man meinen. Seltsam allerdings, dass Yeti nach fast 30 respektablen Streifen dann doch plötzlich sein letzter echter Film sein sollte, obwohl er noch ganze 40 Jahre weiterlebte. Unheimlich, oder? Mysteriös, in der Tat. Aber ob sich daraus wirklich ein Zusammenhang konstruieren lässt, verehrte Zuschauer? Oder handelt es sich bei dieser kuriosen Koinzidenz nur um einen ganz gewöhnlichen Zufall? Wir werden sehen. War der Yeti denn erfolgreich an den Kinokassen, sag mal? Das könnte uns ja vielleicht Aufschluss über Geppettos plötzliches Karriereende geben. Nun, also so genau kann man das nicht sagen, weil sich hier nirgends verlässliche Zahlen dazu recherchieren lassen. Also ich meine, ob es nun ein gewöhnlicher Flop, Megaflop oder gar Gigaflop wurde, ja. Ein Erfolg war es allerdings definitiv nicht. Das können wir an dieser Stelle schon mal ausschließen. Obwohl er in Deutschland in den Kinojahrescharts von 1978 immerhin auf die stolze 109 kam. Ja, von nur 110 verfügbaren Plätzen. Also, alles klar. Ich schließe die Beweisaufnahme. Gibt es denn wenigstens bekannte Gesichter oder vergessene Superstars beim Verdienen ihres Gnadenbrots, die es sich zu erwähnen lohnt? Also außer John Stacy als Professor Wassermann, der einem bestimmt schon mal bei einem seiner über 70 Film- und Serienauftritte über den Weg gelaufen ist, wäre da eigentlich nur Tony Kendall als Cliff zu nennen, der zu jener Zeit, also trotz seiner überaus durchschnittlich glatt rasierten Allerweltshelden-Visage, recht gut im Geschäft war. Mhm. Ziemlich oft übrigens unter der Regie von Gianfranco Parolini. Nicht nur als eben jener bereits erwähnte Kommissar X in allen 7 Teilen, wie auch als einer der 3 aufräumenden Supermänner, sondern zudem in jeder Menge sonstiger Euro-Action-Agenten und Gruselfilme, wie zum Beispiel Ich, die Nonne und die Schweinehunde, Die Rückkehr der reitenden Leichen oder Die Bestie im Mädchenpensionat. Ja, interessant, oder? Peter? Was? Film vorbei? Achso, Entschuldigung, mein Aufmerksamkeitsakku ist aufgebraucht. Mehr falsches Interesse kann ich wirklich nicht mehr vortäuschen, sorry. Aber wo ich gerade eben mal kurz mental beim Rauchen war, Olli, da kam mir so eine vage Erinnerung durchs Kleinhirn getrottet. Sag mal, hatten wir nicht schon mal einen Film über so ein struppiges Flocati-Monster mit Hackfresse? Das kommt mir gerade irgendwie alles so bekannt vor. Der Bigfoot von King Konga oder ähnlich, ne? Ja, nein, nicht ganz falsch, aber wie immer auch keineswegs richtig, ja? Wir hatten sowohl King Kong bereits bei uns, im Kampf gegen meinen alten Lieblingsschauspieler Godzilla im Schläferz 77 von 2018, richtig, wie auch schon 2 Jahre davor in Folge 52 den King Kong Rip-Off-Kumpel, der Koloss von Konga. Aha. Ja, zuvor ebenfalls die entfernt verwandten Schneemensch-Kreaturen bei Dämonen aus dem All bei Schläferz 46. Ja. Und irgendwo dazwischen auch noch Yetis kanadischen Schwippschwager Bigfoot im selbigen Schläferz Nummer 71 von 2017. Ach so, ja stimmt. Das war die Riesenmauke Bigfoot. Yes. Die verwechsel ich eh immer. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den 2 Stinkeviechern? Beide sind groß und latschen durch den Wald, tragen Ganzkörper-Fokuhila, wurden noch nie wirklich von irgendwem gesehen und es gibt auch
doch keine offiziellen Fotos oder Facebook-Einträge. Richtig, das haben sie wohl gemein. Außerdem schätzt man beide auf 2 bis 4 Meter groß und über 200 Kilo schwer. Also darauf lassen zumindest die Fußabdrücke schließen, die man bisher als einzige vermeintliche Beweise gefunden hat. Allerdings stammt der Bigfoot alias Sasquatch aus den Bergen von Kanada und Nordamerika. Der Yeti hingegen vom Himalaya, Ecke Mount Everest. Und während die ersten Geschichten über Bigfoot im 19. Jahrhundert von den Indianern erzählt wurden, ist der Yeti schon viel länger ein bekanntes Fabelwesen aus der buddhistischen Mythologie des frühen 18. Jahrhunderts. Ja. Bei beiden glaubt man allerdings, dass es sich um eine spezielle Art von Braunbär oder auch Menschenaffe handeln könnte. Ja, oder auch ein bisschen von beidem, ne? Ich meine, da ist ja auch nicht viel los da oben in den Bergen, weder im Himalaya noch in Kanada. Was machst du da als riemiger Braunbär ganz allein am Wochenende? Wenn da mal zufällig eine willige Orang-Utan-Mutti vorbeischlendert, dann fragst du da ja nicht zweimal, auch wenn die alte Affenmilf eine Fresse hat wie ein Kilo Zwiebelmett. Und einmal nicht aufgepasst, zack, hast ein Rudel kleine Sasquatch oder Yeti-Teenies am Küchentisch stehen, die Taschengeld für eine Mofa oder eine neue Playstation haben wollen. Das kennt man doch alle. Ja, gut. Jetzt lass es aber lieber mal anfangen, weißt du, bevor du wegen deiner versauten Fabelwesen-Fickfehler-Fantasien noch offiziell von der Evolution ausgeschlossen wirst, ehrlich. Zu erwähnen wäre vorher allerdings noch, dass unser prachtvoller Yeti in 2 unterschiedlichen Fassungen existiert, wobei die offizielle deutsche Kinoversion kurioserweise 15 Minuten kürzer ist, der Film für die VHS-Auswertung aber nochmal komplett neu synchronisiert wurde. Lass mich raten, oh fuck. Ja, und wie ich dich sadistischen Filmfolterknecht kenne, wird uns hier nicht der schlanke Shortcut im schonenden Schnellglotzgang serviert, sondern der Scheißfilmkanal in ganzer Länge durchschwommen, richtig? Aber selbstverständlich, Peter. Schläferz ist nun mal nichts für pissige Schrettschwitzer, schmusige Schmachtstrahlstruller und zögerliche Zweimalspüler. Ah! Wir fressen nicht die Krümel, wir nehmen nur den ganzen Kuchen, egal wie beschissen er schmeckt. Und deshalb gibt es bei uns auch den Yeti erstmalig in der vollständigen internationalen XXL-Fassung im Kino-Video-Synchro-Mix. Quasi als deutscher Weltpremiere. Wie geil ist das denn, hä? Ich weiß auch nicht, wie geil das ist. Ich könnte im Strahl bis nach Italien kotzen vor Freude. Ich hoffe nur, du hast auch einen wirksamen alkoholischen Dämmschutz gegen die zerebrale Zelluloid-Verstrahlung, die uns da erwartet. Was dürfen wir zu uns nehmen können, wenn nicht gar müssen? Und wann genau, weshalb und wobei? Nun, da offerieren wir heute den wie die Faust auf den Eimer, wie Arsch aufs Auge passenden Cocktail-Kult-Klassiker Himalaya Tiralala, der Yeti ist für alle da. Ein aus dem ewigen Eis ins Glas gespültes Gletschergeplätscher, das dir ruppig-struppig die verfilzten Darmzotten durchflutet und die Leber auf links dreht, wie ein Bigfoot-Tritt mit Anlauf in die Hämorrhoiden. Bis du selbst nicht mehr weißt, ob du ein real existierendes Wesen bist oder bloß ein im voll so fabuliertes Phantomvieh aus der flimmernden Fuselwelt der Fantasie. Stets dann oral einzuflößen, wenn der Yeti wütend in Aktion tritt oder einfach nur besonders blöd guckt. Denn auch außergewöhnlich dumme Gesichtsausdrücke gehören durchaus zu seiner Kernkompetenz. Perfekt! Lässt es der Yeti richtig krachen, lassen wir die Leber lachen. Und wenn er einfach dümmlich guckt, wird auch ein Glas darauf geschluckt. Ja, auf geht's, Schneeschuhe an, Licht aus, Hirn auf Sparbetrieb und den Yeti einen guten Mann sein lassen. Film ab! Halt! Ruhig, Brauner, nicht so schnell, hä? Mit Würde. Verehrtes Publikum, freuen Sie sich nun mit uns auf den verschollen geglaubten italienisch-kanadischen Kultfilmklassiker Yeti aus dem Jahre 1977. In noch nie gezeigter, spektakulärer Vollständigkeit mit 20 Minuten mehr ohne Aufpreis. Viel Vergnügen. Oder mehr. Ha, siehst du, so bricht man das Eis. Ja. Film ab. Würde. Ja.
Henry, hier bin ich. Eine gute Fischsuppe mit Bohnen ist genau das, was mir der Arzt verschrieben hat. Ist gut, lädst du mich ein? Lasst mich runter. Okay. Tisch auf. Was willst du? Daneben nicht. Ich brauche dich für eine humanitäre Expedition in Nordkanada. Human? So humanitär wie diese verlogene Uransuche in Alaska. Du willst nur herausfinden, ob da Platz ist für Hotels. Weißt du, Morgan, du vergisst immer wieder, ich bin Paläontologe. Ich bin nicht käuflich. Kauf dir einen anderen Wissenschaftler. Ich kann anderen Wissenschaftlern nicht trauen. Jetzt hör mir zu, Morgan. Du bist reich und zu dick und du sagst, du bist mein Freund. Baue deine Brauereien in Deutschland, deine Fabriken in New York, verkauf deinen Lachs an die Schotten, Spaghetti an die Italiener und Klimaanlagen an die Eskimos. Aber lass mich mit deinen humanitären Geschäften in Frieden. Ich will damit nichts zu tun haben. Ach, hör auf, Henry. Außerdem haben meine Enkel nach dir gefragt. Oh ja, sie haben mir sehr gefehlt. Macht es ihnen noch immer so viel Freude, dort oben zu jagen? Oh nein, sieh mich nicht so an. Ich komme nicht mit. Ich mache hier Dauerurlaub. Ist das nicht in Ordnung, Professor? Dumme Frage. Was soll bei der Kälte schon in Ordnung sein? Wie bitte? Ach, vergiss es. Was ist? Wird's bald. Verdammt, dieses Funkgerät ist schon wieder im Eimer. Es war auch eingefroren. Beeilt euch mit dem Auftauen. Dort sind wir inzwischen eingefroren. Wir brauchen erstmal eine Pause. Rufen Sie die andere Mannschaft. Da bin ich ja gespannt, was daraus werden soll. Kannst du dir vorstellen, dass da ein Yeti zum Vorschein kommt? Mal sehen. Na, ich nicht. Geh mal weg hier. Wollen uns wohl auf den Arm nehmen? Mal Platz. Durch. Wollen wir mal runtergehen? Hm? Also komm. Nichts, hä? Hast du mal ein Krokodil mit solchen Füßen gesehen? So, nee. Professor Wassermann! Was? Professor, bitte kommen Sie zum Übertragungswagen. Mr. Honeycutt will Sie dringend sprechen. Einen Yeti entdeckt, aber das sagt ihr bestimmt nichts. Die Füße dieses Giganten sind 5-mal größer als die des Schneemenschen aus dem Himalaya. Ist das alles? Ja, es ist ein Yeti, Morgan. Hä? Mhm. Yeti, noch nie gehört. Was ist das? Ich werde es dir erklären, Morgan. Wir in Kanada nennen ihn ein Sasquatch. In den USA heißt er Großfuß. Und im Himalaya, wo man seine Fußspuren zuerst entdeckt hat, wird er Yeti genannt. Der scheußliche Schneemensch. Warum scheußlich, weiß ich nicht.
Und wie zum Teufel ist er dorthin gekommen? Wahrscheinlich hat ihn eine Lawine verschüttet, als er schlief auf dem Eis. Vor Millionen von Jahren. Dann hat eventuell ein Erdbeben das Eis abgebrochen und ins Nordpolarmeer geschwemmt. Danach ist er wohl als Eisberg abgetrieben, bis er die Küste von Neufundland erreichte. Ja, das ist es. Das ist nur meine Theorie, sie ist nicht bewiesen. Deine Theorien stimmen immer. Henry Waterman ist eine lebende Enzyklopädie. Diesen Schluss kannst du anderen erzählen. Ich werde dir nicht erlauben, meine Theorie zu veröffentlichen. Aber jetzt hör mir zu. Es ist wichtig. Ich glaube nämlich, der Yeti ist perfekt konserviert. Großartig. Wir könnten versuchen, irgendwas wieder zu aktivieren. Und was? Vielleicht die Nerven seiner Hand, vielleicht sogar das Herz. Wir hören möglicherweise seinen letzten Herzschlag. Wir sollten es versuchen. Versuch es verdammt nochmal. Worauf wartest du? Ich brauche spezielle Geräte. Sag mir, was du brauchst und du bekommst es sofort. Gut, dann schicke mir auch einige Kollegen, Paläontologen, Ärzte und wer sonst noch an dem Fall interessiert ist. Und die Presse. In Ordnung, Henry. Ärzte, Wissenschaftler, die Presse, den ganzen Krempel. Alles, was du willst. Morgan, du leistest einen großen Beitrag für die Wissenschaft. Hey, nicht vergessen, dass das Monster mein Enkel entdeckt hat. Herbert Hunnicutt. Reg dich nicht so auf, Morgan. Nimm ein Beruhigungsmittel und geh ins Bett. Das ist nicht dein Metier. Wir Wissenschaftler werden uns darum kümmern. Das sagt mir nicht so eine Frechheit. Ich werde Yeti zu meinem Firmenzeichen machen lassen, was auch immer für ein Monstrum das ist. Eine großartige Idee, Mr. Hunnicutt. Wirklich fabelhaft. Übrigens, falls ich mir die Bemerkung erlauben darf, der Yeti ist ein Schneemensch, ein überaus kraftvolles Wesen. Ich finde, ein exzellentes Symbol für unsere dynamische Firma. Dieses Untier soll eingefroren sein, aber vielleicht gelingt es meinem Freund, es wieder zum Leben zu erwecken. Das würde bedeuten, dass die Presse wochenlang von diesem Yeti berichtet und damit so ganz nebenbei kostenlos Werbung für mich macht. Ich brauche wohl nicht zu betonen, dass die Sache geheim bleiben muss, damit mir kein anderer zuvorkommt. Also, ihr habt verstanden. Wir halten die Entdeckung des Yeti so lange geheim, bis wir für den Werbefeldzug gerüstet sind. Hat doch irgendjemand was zu sagen? Selbstverständlich nicht, Mr. Hunnicutt. Herr Präsident, hier spricht Kowalski. Werden Sie es schaffen, Professor? Schon möglich. Unter bestimmten Kältebedingungen kann man Lebewesen über Jahrhunderte konservieren. Pass auf, Herbie. Siehst du die Leitungen da oben? Das sind Elektrodenkabel. Sie sind an den Yeti angeschlossen und zeigen an, wenn sich irgendwas rührt. Herzschlag zum Beispiel, Blutdruck, Reizung der Nerven und so weiter. Jetzt wollen wir uns mal ansehen, wie Sie das Plexiglas am Container befestigen, in dem er transportiert werden soll. Hm? Ihr kleiner Bruder will alles genau wissen. Er hat gewettet, dass er lebt. Passen Sie lieber auf, sonst werden Sie überfahren. Oh. Er ist natürlich fasziniert. Ich fürchte, wir haben den Jungen verzogen, besonders mein Großvater. Er ist zugleich Vater und Mutter für ihn. Vielleicht löst das Monster bei dem Jungen einen heilsamen Schock aus, wenn wir es wieder hinkriegen. Sie haben schon alles versucht, Cliff, seit Herbie seine Stimme verloren hat. Meine Eltern sind damals umgekommen. Sobald alles fertig ist, werden wir ihn dort hineinbringen. Und wenn der Hubschrauber kommt, fliegen wir mit ihm hoch. Einverstanden, junger Mann. Herbie, wir gehen jetzt zum Essen. Bis dann. Bis dann. Bis später. Da steht er, groß und stark. Der Bursche ist riesig. Eingefroren seit Urzeiten. Wir spielen ihm sicher einen bösen Streich.
Armer Yeti, da hat er nun Millionen Jahre friedlich geschlafen und nun kommen wir und zerren ihn in diese schmutzige Welt. Haben wir das Recht dazu, auch wenn wir im Namen der Wissenschaft handeln? In der Wissenschaft ist kein Platz für die Philosophie. Da bin ich nicht sicher. Wir haben sie nur zu lange vernachlässigt. Aber diesmal müssen wir es richtig machen. Wir können kein zweites Experiment durchführen. Wenn er leben wird, dann wie er will. Richtig. Sein Blut fängt an zu fließen. Soll ich mehr Sauerstoff geben oder die Fluidifikation beschleunigen? Das wäre das Falscheste, was du tun könntest. Der Yeti ist ein unverbildetes Naturwesen. Sein Organismus soll den Zeitpunkt für sein Erwachen selbst bestimmen. Wir sind hier schon auf 6000 Meter. Wie hoch soll ich noch gehen? Auf 8500. Das entspricht der Höhe des Himalaya. Dort oben hat die Atmosphäre genau die Mischung von Ozon und ultravioletten Strahlen, die der Yeti braucht. In der Höhe ist die Luft arm an Sauerstoff. Sein ganzer Körper ist darauf eingespielt. Hör zu, Don. Zeichnet genau auf, was sich hier oben abspielen wird. Wir sind gleich auf 8500 Meter. Herbie, tut mir leid, dass du nicht mitfliegen konntest, wo du den Yeti schon mal entdeckt hast. Aber ich werde dir alles genau beschreiben. Drück uns die Daumen, dass er aus seinem Winterschlaf auch wieder aufwacht. Und hoffentlich ist er uns nicht böse, dass wir ihn aufgeweckt haben. Hör zu. Das restliche Eis muss ganz langsam geschmolzen werden, damit er keinen Schock bekommt. Also wenig Sauerstoff und nur ganz wenig lauwarmes Wasser. Wir sind auf 8000 Meter. Aufstieg nur noch ganz langsam. Die Wassertemperatur erhöhen, aber nur ein bisschen, verstanden? Thank you.
Stethograph zeigt Herztätigkeit an. Das Gehirn fängt an zu arbeiten. Was nun, Professor? Pass auf, Cliff, mach die Elektroschocks bereit. Wir müssen sein Gehirn aktivieren. Sag mir Bescheid, wenn die Linie waagrecht ist. Jetzt, sie stabilisiert sich. Die Schocks mit der Herzsequenz koordinieren. Jane, der Yeti lebt. Oh, Cliff. Hörst du, Herbie? Das Klopfen, das ist sein Herz, das schlägt. Der Yeti lebt, der Riese des 20. Jahrhunderts. Und du hast ihn entdeckt. Ich glaube, das ist doch böse. Los, Cliff, das Betäubungsgas. Beeil dich! Drück den roten Knopf, schnell! Maschine nicht mehr lange halten. Bodenstation, hört ihr uns? Bitte kommen! Hier Bodenstation, wir empfangen euch nur ganz schwach. Was gibt's denn? Wir kommen jetzt runter. Alles zur Landung vorbereiten. Hier, Wassermann, macht euch keine Sorgen. Es ist alles in bester Ordnung. Es gibt eine Schlagzeile, was? Ich glaube, ich spinne. Der Kerl lebt ja wirklich. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich habe den Motor angelassen, damit wir gleich wegkommen. Die Verbindungsschläuche los, Cliff! Ja.
sollen die Gewehre hier? Wollt ihr den Yeti etwa erschießen? Jetzt nicht sein muss, nicht, aber wer weiß, wie er reagiert. Ihr dürft ihn nicht erschrecken. Professor, tun Sie doch was. Hab keine Angst, Jane, es wird schon schief gehen. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie alle bitten, mir mal einen Augenblick gut zuzuhören. Sie erleben ein Ereignis von größter wissenschaftlicher Bedeutung. In wenigen Minuten wird der Yeti, der möglicherweise ein Vorfahre des Menschen ist, sein Bewusstsein wiedererlangen. Und wir können alle nur hoffen, dass er uns sympathisch findet. Ist. Hören Sie auf, was machen Sie denn da? Keine Blitzlichter. Verschwinde hier. Das erschreckt ihn doch. Mach die Lampen aus. Mach die Lampen aus. Seid ihr taub? Komm weg hier. Hey, was glaubt ihr, was los sein wird, wenn ihr Yeti erschreckt? Kommen Sie. Der Yeti hat ja sowas von den Kaffee auf. Fuchsteufelswild ist der alte Hitzkopf. Lassen Sie uns besser geschwind Fersengeld geben. Sonst ist die Kacke am Dampfen. Heide, Witzka. Nee, Schluss, aus, Ende. Nein, 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 aber Peter. So geht das nicht, Mann. Das war doch gut. Du spielst deine Rolle komplett falsch, weil du wieder einmal gar nicht zugeschaut hast. Doch. Nein, so spricht der überhaupt nicht, der schöne Cliff. Der redet nämlich im Grunde so gut wie gar nicht, weil er das nicht nötig hat. Der macht das alles nur mit Blicken. Ach so. Egal ob dramatisch, hypnotisch, bei Gefahr. Cool, skeptisch beim Denken und Rauchen. Oder unterkühlt erotisch, wenn sich der gefrorene Riesenpimmel aufrichtet und er lasziven Augensex mit der schönen Enkelin vom Chef hat. Ja, stimmt. Der spricht nicht. Der guckt nur. Aber so intensiv, ne, dass man als Frau direkt Angst haben muss, von seinem maskulinen Fickblick-Quickie nicht schwanger zu werden.
Aber mal nebenbei gefragt, bist du dir absolut sicher, dass ich, also er, der Held unserer Geschichte bin, also ist? Außer theatralisch glotzen und quarzen hat der schweigsame Schmierlappen aus der Peter-Stäube-Samtwerbung ja nicht wirklich viel geleistet. Und will der wirklich der holden Jungfrau Jane an die Wäsche? Sollen die ein Liebespaar werden? Du hast mir vorhin erzählt, die ist da gerade mal 15 Jahre alt und er mindestens 40. Das wäre ja schon grenzwertig. Naja, noch kann man das nicht beweisbar sagen. Aber es sieht schon irgendwie danach aus, oder? Ich meine, wer sollte denn auch sonst mit wem oder was? Das sind ja die einzigen Figuren, die bis jetzt hier herumlaufen, außer dem Hund. Und die überhaupt irgendwas machen, auch wenn sie meistens nur dumm rumstehen und blöd gucken. Also checken wir doch mal. Da haben wir außer mir, also Professor Mützenschlumpf, ja nur den stillen Stoke Cliff, das brave blonde Backfischbaby Jane und ihren kleinen Bruder Herbie, der auch nicht spricht, allerdings wohl nur, weil Hänsel und Gretel kürzlich ihre Eltern verloren haben und er nun von Sister Jane und Opa Honeycutt, dem Besitzer der, was weiß ich wo, von Firma aufgezogen wird. Ne? Ich fürchte, wir haben den Jungen verzogen, besonders mein Großvater ist zugleich Vater und Mutter für ihn. Vielleicht löst das Monster bei dem Jungen einen heilsamen Schock aus, wenn wir es wieder hinkriegen. Sie haben schon alles versucht, Cliff, seit Herbie seine Stimme verloren hat. Meine Eltern sind damals umgekommen. Ich möchte hier keinesfalls unsensibel erscheinen, aber so tragisch diese Geschichte mit den kaputten Eltern und der traumatischen Stummschaltung des kleinen Prinzen ja wahrscheinlich sein mag, ich habe einfach nicht den geringsten Fick verstanden, was uns die schöne Shampoo-Schickse da eigentlich erzählen wollte. Emotional pfiff mir dieser so lapidar in die Landluft gelaberte Family-Story-Wurstsalat jedenfalls am Rektum vorbei wie eine Flatulenz im Windkanal. Und anscheinend geht es dem Elternopa ja ganz genauso. Der alte Moppel mit der Schamhaarfriese weiß ja nicht mal, ob das nun sein Enkel oder Neffe oder Sohn der Putzfrau ist. Das wechselt immer zu. Also Henry, verrat mir endlich, was für ein Ungeheuer mein Neffe gefunden haben soll. Er hat einen Yeti entdeckt, aber das sagt dir bestimmt nichts. Die Füße dieses Giganten sind fünfmal größer als die des Schneemenschen aus dem Himalaya. Ist das alles? Ja, es ist ein Yeti, Morgan. Hä? Yeti, noch nie gehört. Was ist das? Stimmt, ja. Das liegt aber einerseits an dem bereits erwähnten Synchromix aus der Kino- und Videofassung, andererseits aber auch daran, dass das alles anscheinend eh keine Sau interessiert hat. Naja. Genauso wenig wie der Rest der Sinnzusammenhänge innerhalb der Geschichte. Da ist das Publikum schon extrem zum Mitdenken bzw. selber Zusammenklöppeln der Story-Elemente aufgefordert. Ich meine, erst kommt dieser komische Kapitalisten-Klops mit Pelzkragen und Haaren auf dem Kopf wie ein Bär um die Eier in so einer Art Luxusledergondel sitzend vom Himmel geschwebt, wie der Pate auf dem First-Class-Scheißhaus, erzählt mir, also dem pumpigen Pudelmützenprofessor, irgendwas von einer Kanada-Expedition. Dann säuft der Eierlikör auf Ex direkt aus der Schale und zack ist Dr. Waterman weg von der Fischsuppe und steht 5 Sekunden später in der Pampa bei einer Horde Fackelmänner mit Flammenwerfern um einen Styropor-Eisblock, aus dem ein paar ungewaschene, stinkige Monstermauken ragen, die anscheinend Silent Herbie entdeckt haben soll. Wo, wann und wie auch immer, keiner weiß es und keiner kapiert es. Genau wie die bizarre Gaga-Erklärung, wie und wann der angebliche Yeti vom Himalaya nach Kanada gekommen sein soll. Wahrscheinlich hat ihn eine Lawine verschüttet, als er schlief auf dem Eis. Vor Millionen von Jahren. Dann hat eventuell ein Erdbeben das Eis abgebrochen und ins Nordpolarmeer geschwemmt. Danach ist er wohl als Eisberg abgetrieben, bis er die Küste von Neufundland erreichte. Ja, das ist es. Aha. Es soll heißen, der aufgetaute Langhaar-Lulatsch ist in Wirklichkeit ein uralter, arbeitsscheuer Himalaya-Hippie, der beim gemütlichen Mittagsschlaf auf dem Wellness-Gletscher vom Wintereinbruch überrascht wurde, dann mit dem Arsch am Eisblock anfuhr und zu einem menschlichen Fischstäbchen wurde, das ein paar Millionen Jahre durch die Weltmeere schipperte, bis die Captain Iglo-Bande von Professor Wasserbett ihn zufällig beim Angeln vorbeitreiben sah. Ich verstehe.
beziehungsweise kein Wort, aber egal. Was ich allerdings noch weniger kapiere, ist dieser blitzschnelle mentale Salto rückwärts von Firmenimperator Dickie Hoppenstedt. Das schockgefrorene Riesenvieh gleich mal zum neuen Firmenlogo für whatever auch immer zu machen. Das sagt mir nicht, so eine Frechheit. Ich werde Yeti zu meinem Firmenzeichen machen lassen, was auch immer für ein Monstrum das ist. Eine großartige Idee, Mr. Honeycutt. Wirklich fabelhaft. Übrigens, falls ich mir die Bemerkung erlauben darf, der Yeti ist ein Schneemensch, ein überaus kraftvolles Wesen. Ich finde, ein exzellentes Symbol für unsere dynamische Firma. Vor 30 Sekunden hielt der Typ Yeti doch noch für eine neue Eissorte. Und zu dem Zeitpunkt war auch noch keinem klar, ob sie überhaupt jemals mehr als ein linkes Ei wieder zum Zucken bringen können. Und jetzt, nachdem der räudige Rübezahl so ganz nebenbei in der tragbaren Helikopter-Mikrowelle reanimiert wurde, benimmt er sich wie eine offene Hose im Wald und haut direkt alles zu Klump. Als nächstes wird er wahrscheinlich die eine Hälfte kaputt treten, die andere fressen und ihnen zum Abschluss noch eine 2 Millionen Jahre alte Endmoräne aus dem Rückenmark vor die Füße drücken. So eine alte Potsau macht man doch nicht zum Firmenlogo. Naja, gut, also das sind ja jetzt mal wieder nichts als Spekulationen. Ja, gut. Ja, bisher ist ja noch überhaupt nichts passiert. Ja, der arme Yeti ist halt gerade mal ein bisschen nervös geworden bei dem ganzen Blitzlichtgewitter. Du bist ja auch nicht immer gleich bester Laune nach dem Aufstehen. Vor allem nicht, wenn du gerade 1 Million Jahre im Eisblock geschlafen hast. Mhm. Ne? Da willst du vielleicht auch lieber erstmal einen Kaffee und eine Zeitung und ein bisschen private Me-Time in der Keramik-Area, als gleich von Presse und Paparazzi belästigt zu werden. Nee. Absolut verständlich seine Reaktion. Das hat damals schon bei King Kong zu Missverständnissen geführt. Ja? Ich hoffe nur, dass sich unsere alte Affenfresse aus dem Eis nicht am Ende auch noch in die kleine kühle Blonde verknallt und zum Schluss von Opas Honeycutt Tower geschossen wird. Ne? Also, beten wir für ein friedliches Miteinander, Verständnis für die fremde Kreatur und dass am Ende alle gemeinsam darüber lachen können. Film ab. Am Arsch die Waldfee. Ich will Blut, Gewalt und wenn möglich ein paar schöne Titten. Fickende Hölle nochmal. Also los, lass jucken, Yeti. Lass mich los. Sie haben ihn nur nervös gemacht. Er hat Angst. Lass mich los. Ich weiß schon, was ich tue. Lauf! Schneller! Hilfe! Ey, hol das Gewehr! Schnell! Das ist er! Lauf weg! Lauf doch weg! Er wird uns schon nichts tun. Hab keine Angst, Herbie. Oh.
Nein, nein. Nein, nein, Herbie! Oh nein! Wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren. Nein, warten Sie, Professor. Holt den Verbandskasten, aber ja, beeilt euch ein bisschen. Nehmt die Gewehre mit. Zu den anderen, Indio. Lauf zurück! Lauf, Indio! Nein, nicht stehen bleiben! Hol den Professor! Lauf, Indio! Sei nicht so dumm! Renn zum Lager zurück! Mach schon! Wir sind seine Spur. Er hat den See durchquert. Ja, so sieht es aus. Wir kommen da nicht durch. Das ist zu tief für uns. Die sollen ein Motorboot schicken. Wir müssen weg sein, bevor er zurück ist. Oh, wo willst du denn hin, Herbie? Wir müssen weg hier. Verstehst du nicht, Herbie? Bisher hat er uns zwar nichts getan, aber was ist, wenn er plötzlich wütend auf uns wird? Nein. Du kommst jetzt mit? Lauf, Herbie! Sie können sehen, er ist schneller als wir. Er ist verwundet. Mach schon, beiß rein.
Er ist nicht schlecht. Tu wenigstens so, als ob du isst. Er will, dass wir ihm folgen. Der Yeti ist gar nicht so dumm. Er wollte uns auf eine falsche Spur locken und ist deshalb durch das Wasser gegangen. Also folgen wir ihm, Jochen. Seht mal. Wir ängstigen uns zu Tode und sie dinieren mit Sir Yeti. Ein wirklich seltsames Wesen, dieses Monster. Ich finde es überhaupt nicht seltsam. Vielleicht ist alles ganz einfach. Sehen Sie, wie er Herbie und Jane behandelt? Er zeigt dieselbe raue Zärtlichkeit, die alle Tiere ihren Jungen gegenüber haben. Dieselbe Fürsorge, die ein Mann für seine Familie aufbringt. Ich denke, er hatte eine Gefährtin und ein Kind. Eine Familie? Ja, alle voll entwickelten Männer haben eine, Cliff. Wir doch auch. Obwohl wir das in dieser Zeit oft vergessen. Die Jacken der Kinder haben Fell, wie der Yeti. Ich vermute, sie haben Erinnerungen an Wesen in ihm geweckt, die mit ihm vor Urzeiten im Himalaya gelebt haben. Männer, ihr seid alle gleich. Bravo, Indio. Das hast du sehr gut gemacht. Ich bin froh, dass du wieder zurück bist. Du warst großartig. Professor! Professor! Ich hatte schon Angst, dass sie uns nicht finden werden. Sie werden doch dem Yeti nichts tun, nicht wahr? Nein, Jane, keine Angst.
Ich nehme an, ihr erinnert ihn an jemanden. Vielleicht hat er früher auch mal Kinder gehabt. Oder vielleicht erinnerst du ihn an seine Frau? Falls du die Absicht hattest, über Nacht bei ihm zu bleiben, überlegst du lieber. Oh. Professor, er ist an der Hand verletzt. Hm? Komm, gib mal her. Er scheint dich sehr gern zu haben. Schau doch mal, wie er dich ansieht. Nicht doch. Was für deine Wunde. Morgen werden eine Menge Journalisten und Wissenschaftler herkommen, Jane. Vielleicht kannst du uns helfen und versuchen, ihn ins Lager zurückzulocken. Versuch's mal. Er spürt es wie ein Gang. Geht jetzt ganz langsam in Richtung Lager. Ich nehme an, dass er euch folgen wird. Gut, Professor, ich versuche es. Aber was ist, wenn er uns nicht folgt? Er wird schon. Er wird schon. Yeti, wir zwei, mein Bruder und ich und der Hund, wir gehen jetzt ins Lager zurück. Du sollst mitkommen. Herbie und ich, wir gehen jetzt weg. Ins Lager und du sollst uns folgen. Verstehst du? Du kommst mit. Los, Yeti. Komm mit uns. Hörst du? Komm mit, Yeti. Es geschieht dir nicht. Rabatt auf Yeti-Produkte. Beeilt euch! Honeycut Enterprises, ihr Werke des Yeti, sind führend in Wissenschaft und Technologie. Zum Nutzen des Verbrauchers. Jetzt hat der 83. Wagen den Yeti-Aufkleber. Das Zeichen für äußerste Kraft. Packt den Yeti in den Tank, Leute! Unsere Konkurrenz ist am Boden zerstört. Unser Umsatz hat sich verdoppelt. Und wenn der Yeti erst hier ist, wird er in den Himmel wachsen. Die ganze Welt will ihn sehen. Eine solche Publicity hat es noch nie gegeben. Thank you.
Konferenz ist abgesagt. Wir bringen den Yeti nach Toronto. Okay, wir sind fertig. Aber wir haben noch mehr zu tun. Bis später. Was du vorhast, ist schrecklich. Du zwingst den Yeti zu einem unnatürlichen Leben. Nur weil du aus ihm Millionen rausschinden willst. Ach, hör auf mit dem Geschwätz. Geschwätz? Du kannst den Hals wohl niemals vollkriegen. Das ist ein einmaliges Geschäft, du Gehirnartist. Die ganze Welt spricht von nichts anderem, seit die Existenz des Yeti bekannt ist. Jedes Mal, wenn Sie Yeti hören, denken Sie an Honeycutt Enterprises. Und das bin ich, meine Enkel Herbie und Jane und nochmals ich. Der Yeti ist unser Markenzeichen. Du erwartest doch nicht von mir, dass ich das unter den Teppich kehre. Dein Figaro sollte dir die Kehle durchschneiden, du. Na, Tony, worauf wartest du? Soll ich weiter rasieren? Hallo, Professor. Wie läuft es? Was mich anbelangt, der Yeti verlässt nicht diesen Platz. Oh, bitte, Cliff, helfen Sie uns. Können Sie irgendwas tun? Jane, ich bin bei Honeycutt angestellt. Er hat Angst, seinen Job zu verlieren. Was kann ich tun? Gehen Sie und küssen Sie Ihrem Boss die Füße. Komm, Herbie, wir gehen. Jane! Ja, das geht auch noch mit. Verehrte Zuschauer, Sie werden heute Zeuge eines sensationellen Ereignisses. Sie haben sicher schon alle von der Entdeckung des Yeti gehört. Ein Jumbojet der British Airways hat ihn nach Toronto geflogen und im Augenblick ist ein Hubschrauber mit einem Spezialcontainer unterwegs zum Stadion. Und in diesem befindet sich der Yeti. Überlebenden Schneemenschen aus der Eiszeit bestaunen können. Wir sind sicher, dass alle Zuschauer im Stadion dem Yeti einen begeisterten Empfang bereiten werden. Darf ich jetzt um die Abstimmung bitten? Herr Präsident. Wie Sie alle wissen, hat der Herr Präsident einen neuen Vertrauensmann. Ich möchte ihn gerne vorstellen.
Ist ja aus Glas, sieh dir das mal an. Glas? Wenn Jedi mal liest, dann steht er aus Glas. Ich weiß, was ich dabei gedacht habe. Kann ich Sie einen Moment sprechen, Miss Heinrich? Du bleibst hier, verstanden? Ich finde das wirklich wahnsinnig aufregend. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Sir. Ich finde, es ist die brillanteste Idee, die Sie jemals gehabt haben, dieses Monstrum zum neuen Firmenzeichen zu erklären. Ja, mein Bruder hat ihn in den Eismantel. Nein, hey, ihr Bruder hat ihn. Erzähl den doch nicht. Ich kann auf deine Ratschläge verzichten. Ich bin erwachsen. Wie kam er gerade in die Antarktis? Entschuldigen Sie, meine Herren. Oder waren Sie auch dabei? Wer sind Sie denn überhaupt? Hey, hören wir mal zu. Ich rufe Sie morgen mal an, Miss Hanika. Komm doch mal mit. Ja, wir möchten ein Foto von dir machen. Gar nicht lange. Es ist wirklich ein ungeheures Erlebnis. Ich gebe an meinen Kollegen weiter. Ja, das kann ich bestätigen. Also, oh Mann. Das ist toll. Nein! Dann macht er noch nicht stärker behaupten. Bitte keine Fotos mit Blitzlicht. Bitte nicht! Diese Idioten haben ihn erschreckt! Los, runter hier! Schnell weg hier! Yeti, hab keine Angst vor den Blitzlichtern. Die machen nur Fotos. Sehr anspruchsvoll und ästhetisch, glaube mir. Du wirst Playmonster des Monats als Logoluder der Firma Honeycutt. Das Honey Bunny, nackt und behaart. Das wird der neue Schönheitstrend. Und ich verkaufe dann Yeti Haartrockner, Yeti Shampoo für und gegen Schuppen, Yeti Intimzonen Waxing, Yeti Fußbutter, das komplette Yeti Merchandise. Nein, stopp, aus, aus. Ich mach das nicht mehr mit. Ich fühle mich missbraucht. Ich bin untenrum, noch nicht mal komplett aufgetaut. Da werden bereits brutal meine Persönlichkeitsrechte verletzt und mein guter Name verramscht. Nein, ich bin doch keine Systemhure. Jedenfalls keine unbezahlte. Ich kriege ja nicht mal Kohle für die Yeti-Lizenz. Ich werde meinen Anwalt aus dem Himalaya einschalten, wenn der noch lebt. Und ich lasse mich auch nicht mehr fotografieren und sexualisieren. Mein Körper gehört mir. Ich möchte nicht unsittlich begafft werden, und weil ich habe auch meine persönlichen Schamgrenzen.
Nun komm, ja? Mach mal halblang, du Uhrzeit-Hippie. Also. Von wegen Sitte und Scham. Du läufst ja die ganze Zeit ohne Hose rum, schwingst den Schwengel, wie du lustig bist und geilst dich daran auf, dass dir die Leute alle immer von unten aufs Gemächt gucken müssen. Gar nicht. Ja, und zwischendurch lässt du dir von blutjungen Frauen die Brustwarzen ruppeln, bis du steife Nippel kriegst. Du perverses Viech, das ist doch ekelhaft. Ja, ich gebe zu, das war wirklich eine der verstörendsten Szenen, die ich jemals in einem Monsterfilm mit ansehen musste. Auch dieser glasige Blick beim verstohlenen Gesichtsorgasmus. Ich glaube, schlimmer könnte es auch nicht sein, wenn King Kong sich grunzend die Klöten rasiert oder Godzilla in Tokio zwischen zwei Wolkenkratzern die Gurke wienert. Ich verstehe auch nicht, was uns dieses intime Nippelstiffing eigentlich sagen sollte. Dass da doch noch was laufen könnte zwischen der Schönen und dem Biest? Ich meine, wo doch gerade vorher noch der Vater-Tochter-Vergleich ins Spiel gebracht wurde und der ganze Film sich ja, wie man nach der Hälfte durchaus behaupten kann, eher an ein Familienpublikum richtet. Jedenfalls wurde uns bis auf ein bisschen Umarmungen und sinnliches Beäugen absolut nichts in Richtung Sex geboten und ebenso wenig Action, Blut und Gewalt. Auch da hat mein haariger Kollege bisher nur ein bisschen laut gebrüllt und außer einer entwurzelten Krüppelkiefer noch niemandem ein Leid angetan. Das ist er! Lauf weg! Für überempfindliche Drittklässler in der Baumschule mag das vielleicht mild schockierend sein. Für den Rest des Publikums rein spannungstechnisch bislang aber eher unterwältigend, was uns da auf Sparflamme geboten wird. Okay, da gebe ich dir recht. Ja. Ich meine, im amtlichen Amoklaufen, so wie es sich gehört, ich meine, mit Leute zum Matsch treten und Köpfe, Arme, Beine abreißen und Sachschaden oberhalb der Bewährungsgrenze, hat unser Yeti definitiv noch Luft nach oben, nicht? Da haben die bereits erwähnten Monsterkollegen in der Vergangenheit die Latte leider schon etwas höher gelegt. Allerdings. Nein. Unser zaghafter Zottelbruder ist wirklich kein Freund sinnloser Zerstörung. Er ist sensibel und hat eine zarte Seele. Nimm nur den Moment, in dem er der ätherischen Schönheit Jane den abgenackten Riesenkabeljau offeriert und sie erstmal völlig verwirrt auf dem Schlauch steht, ne? Hä? Ein Fischskelett? Was will er mir damit sagen? Bin ich ihm zu dick? Rieche ich nach Fisch? Soll ich aufräumen und den Müll wegbringen? Männer, ihr seid alle gleich. Gut, ich bin mir nicht sicher, warum und womit sie sich hier jetzt so explizit als Frau angegriffen fühlte und das als typisch Mann klassifizierte. Wahrscheinlich hatte sie doch irgendeine Sauerei im Kopf. Hm. Oder dachte, sie sollte ihm mit den Gräten noch mal die Nippel krauen. Ne? Aber wie er sich dann lasziv durch die Mähne strich, wie Tom Kaulitz, wenn er Heidi Klum geil machen will. Und danach begann ihr ganz zärtlich die Haare mit dem Forellenkadaver zu kämmen. Das hatte eine Poesie und romantische Tiefe. Da musst du aber lange für angeln in anderen Filmen, ja? Wie du meinst. Mir ist das aber auch völlig schnurztittenficke Bums, ob der wilde Waldschrat sich nun mit einem faulen Fisch frisiert, einem Kotelett in der Kimme kratzt oder einen abgerissenen Kuhschwanz als Zahnseide verwendet. Mir ist der ganze Typ einfach suspekt. Ob jetzt aus dem Eis gepult oder nicht. So bescheuert, wie der immer glotzt, scheint er mir auch schon vor dem Einfrieren einfach gewaltig einen an der Marmel gehabt zu haben. Ja, was ich aber noch viel weniger verstehe, ist, was die überhaupt mit ihm vorhaben. Firmenlogo gut und schön. Aber was soll er dafür tun?
Was macht der lange Lulatsch in der Zwischenzeit? Wo will er wohnen? Und was ist sein persönlicher Businessplan für die Zukunft? Aber noch viel wichtiger, wer zum fickhörligen Höllenfick ist diese mysteriöse Rentnerrunde von kapitalistischen Kleinkriminellen, die da wie die FIFA mafiös in irgendeinem geheimen Hinterzimmer hockt und ihre Mitglieder schweigend über irgendwas abstimmen lässt, indem sie schwarze Köttel in einen pissegelben Keramiknachttopf werfen? Und dann steht plötzlich auch noch der schöne Cliff hinter der Schiebetür. Wie Sie alle wissen, hat der Herr Präsident einen neuen Vertrauensmann. Ich möchte ihn gerne vorstellen. Er sagt wie immer kein Wort, schmökt nur bedeutsam und spendiert den verdutzten Trotteln von der Olsenbande so ein vielsagend arrogantes Bossnicken. Was soll das denn nun wieder heißen? Wer sind die? Was machen die? Und was sagt uns das über den coolen Cliff? Ist der jetzt ein Verräter oder was? Keine Ahnung. Noch lässt sich das ja nicht so eindeutig sagen, da wir ja nicht wissen, wer dieser geheime Rat der Murmelmeister überhaupt ist. Ja. Ich meine, vielleicht sind das ja die Vorgänger der Avengers und beraten, ob sie den Yeti als Hulk mit Haaren in ihr Superhelden-Team aufnehmen sollen. Oder der neue Aufsichtsrat von Bayern München, die Yeti für die nächste Saison abwerben wollen. Wir werden es herausfinden. Allerdings ist es auch keineswegs abwegig, dass es sich tatsächlich um ein finanzorientiertes, kriminelles Konkurrenzkonsortium handelt, das den Yeti für sich selbst als Maskottchen ausnutzen möchte. Die FDP vielleicht, ja? Denn auch wenn man bislang im gesamten Film keine klare Linie erkennen kann, so ist doch mitunter eine deutliche Pro-Öko- und Antikapitalismus-Kritik zu erkennen. Was du vorhast, ist schrecklich. Du zwingst den Yeti zu einem unnatürlichen Leben. Nur weil du aus ihm Millionen rausschinden willst. Ach, hör auf mit dem Geschwätz. Geschwätz? Du kannst den Hals wohl niemals vollkriegen. Das ist ein einmaliges Geschäft, du Gehirnartist. Die ganze Welt spricht von nichts anderem, seit die Existenz des Yeti bekannt ist. Dein Figaro sollte dir die Kehle durchschneiden, du. Huiuiui, das ist aber ganz schön heftig von dem linksradikalen Aktivisten-Prof. Bisher die härteste Drohung im ganzen Film. Dabei sind die im Grunde ja alte Freunde und haben sogar Opas Fischsuppe miteinander geteilt. So langsam scheint der Wind hier etwas rauer zu wehen. Könnte mir vorstellen, dass es jetzt doch noch etwas mehr zur Sache geht. Zu wünschen wäre es jedenfalls. Auch wenn ich gerade so ein leichtes Déjà-vu-Gefühl habe, weil wir ja eigentlich wieder in der gleichen Situation in die Werbung gegangen sind wie beim letzten Mal. Der scheue Yeti soll dem sensationsgeilen Publikum vorgestellt werden. Irgendwer macht wieder Blitzlichtfotos, obwohl sie alle inzwischen ja wissen, wie scheiße der das findet. Und dann geht genau die gleiche Massenpanik ab wie vorhin, nur diesmal auf dem Dach. Bitte keine Fotos mit Blitzlicht, bitte nicht! Diese Idioten haben ihn erschreckt! Los, runter hier! Stimmt, man fühlt sich ein wenig wie am Monster-Murmeltiertag in der Endlosschleife. Gefangen im letzten Akt von King Kong. Nur halt in Scheiße. Aber wir wollen nicht meckern. Lassen wir lieber den Yeti nochmal richtig wüten und warten wir ab, was sich noch so entwickeln mag mit all den Menschen, Tieren, Sensationen und Aktionen, die wir alle bisher so überhaupt nicht verstehen. Ah, das wird schon noch. Ich hab da ein gutes Gefühl, hä? Schauen wir mal. Nicht schon wieder. Wie blöd seid ihr denn? Ich hab euch doch gesagt. So. Film ab. Du bist dran schuld, dass Yeti hierher gebracht wurde. Ich trau dir nicht mehr. Jane. Der Professor wollte auch, dass Yeti in der Antarktis bleibt. Er wusste genau, dass ihn hier alles erschrecken würde. Aber Jane. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht. Beruhigt euch doch, der Yeti tut euch nichts. Hört auf mit dem Geschrei, der Yeti ist ganz friedlich. Was heißt friedlich? Der bringt uns alle um. Seid doch ruhig. Hört auf zu schreien. Lass mich durch, lass mich durch. Jane. Jane. Jane! Hey, 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 Jane! Hey,
Hast du gesehen, was da oben ist? Dorthin.
Hier, McIntosh, was gibt's denn? Verdammt, warum meldest du dich denn nicht? Wir wollen hier wissen, was los ist. Das wissen wir auch nicht. Ich weiß nur, dass der Yeti nicht mehr im Hotel Toronto ist. Schnell, wir umkreisen den Block. Wir müssen ihn finden. Fahr links rum. Sie hat es geschafft, Yeti zu verstecken. Hör zu, Jane. Wo bist du jetzt? Am Stadion. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es wimmelt nur so von Polizei. Nur nicht die Nerven verlieren. Ich verliere nicht die Nerven. Sag mir lieber, was ich tun soll. Moment mal. Du bist in der Nähe des Stadions. In der Benson Street ist eine Lagerhalle von General Motors. Versuch dort hinzukommen und versteck ihn dort. Ich kenne den Präsidenten, der wird nichts dagegen haben. Also hör gut zu, mein Kind. Ich erkläre jetzt, wie du da hinkommst. Bist du noch dran? Ja, ich bin noch dran, aber ich habe nicht alles verstanden. Wie komme ich da hin? Also, ich erkläre es dir nochmal. Nein, warte, ich glaube, ich erinnere mich, wo das ist. Ich war schon mal dort. Na schön, dann bring ihn dahin. Verstanden? Moment mal, wie willst du ihn überreden, da hinzukommen? Das ist ganz einfach. Ich gehe voraus und er folgt mir. Ich brauche ihm nur zu winken. Er scheint Vertrauen zu mir zu haben. Ruf bei General Motors an. Sie sollen dem Nachtwächter sagen, dass meine Enkelin mit einem Freund dort vorbeikommt. Ja, Sir. Alles klar, Baby. Na, endlich, Cliff. Guten Tag. Hör zu, du fährst sofort in die Benson Street. Dort ist eine Halle von General Motors. Jane ist mit Yeti dorthin unterwegs. Hoffentlich hat man die beiden noch nicht entdeckt. In was für eine Halle? In der Benson Street gibt's nur eine. Haben die dort eine Klimaanlage? Ja, selbstverständlich gibt's eine. Halt du dich am besten aus der Sache raus. Cliff und ich kümmern uns schon um den Yeti. Ich mich raushalten. Wer ist eigentlich der Boss hier von dem Laden? Du oder ich? Schwer geatmet. Hoffentlich stirbt er nicht. Ich glaube, jetzt schläft er. Ja, er schläft, aber seine Atmung ist ganz unregelmäßig. Der Arme. Es ist ein merkwürdiges Gefühl. Eben war er noch unglaublich stark und jetzt ist er völlig hilflos. Es fällt ihm natürlich schwer, sich dem neuen Klima anzupassen. Ich habe mit sowas gerechnet, wir kriegen ihn schon durch. Aber wir müssen ihm die richtige Sauerstoffmischung geben. Wer sind die beiden? Müssen die unbedingt hier sein? Dein Großvater hat es angeordnet. Ach ja, ruf ihn an und sag ihm, dass alles in Ordnung ist. Also mach schon. Herbie, komm her und hilf mir. Oh, ich bin so müde. Geh ruhig schlafen. Ich bleibe hier bei dir. Er gehört ja jetzt zur Familie. Gute Nacht. Komm mit, Herbie.
mir aus kann's losgehen. Weg das Mädchen. Professor, Professor, wachen Sie auf. Sein Atem ist unregelmäßig. Was ist der los? Der Yeti atmet sehr unregelmäßig. Yeti! Die Klimaanlage ist nicht in Ordnung. Die Sauerstoffflaschen sind leer. Um Gottes Willen, nein! Hallo? Hallo! Die Leitung ist tot. Wir müssen eine Ersatzflasche auftreiben, sonst kommt jede Hilfe zu spät. Schnell, Herbie. Ins nächste Krankenhaus, das geht am schnellsten. Cliff, was gibt's? Es ist alles in Ordnung. Wenn Sie jetzt sehen könnten, wie Yeti den Alten zugerichtet hat, hätten Sie Ihre helle Freude. Antworten Sie doch. Was ist denn passiert? Die Bestie ist verrückt geworden. Sie wollte uns alle umbringen. Hallo? Hallo, Polizei?
wirklich. Da sind wir auch schon wieder da. Beim Furious Flusenpfiffi im Revenge-Modus. Ja, denn jetzt hat er wirklich mal die Dachsen ficke. Die Faxen dicke, unser herzensgutes Jetier. Denn was da inzwischen so alles am Geschehen geschah, das war ja schon kriminell, ne? Ich sag mal, von Satubage. Sabotage, Sachenbeschädigung bis hin zum kaltbrütenden Mord war da fast alles mit dabei an Schweinerei. Einfach tot gemacht haben sie diesen freundlichen Professor Massavan. Das ist doch gemein, ist das. Ja, träum ich denn Alp, denkt sich da unser halluzinierender Himalayaner und gleitet mit flatternden Augen zurück in Morphiums Arme. Der Arme. Aber der alte Dr. Warzenschwein ist jetzt einfach mal so kaputt gemacht von den Butzemännern. Und Pretty Boy Cliff ist kein Held, sondern ein Scheißtyp. Was? Ja, was für ein unglaublicher Twitz, ne? Oder, Peter? Ja, sag doch auch mal was, Mensch. Ja, das, nein. Was? Moment, ich muss erst mal kurz semmeln. Hallo, liebes Zusch. Liebe Pups. Liebes Zuschlikum. Wir sollten vielleicht an dieser Stelle mal ganz so ehrlich sein und zugeben, dass wir rein theoretisch gerade ein ganz klitzeklotzekleines wenig angetütert sein könnten. Könnten. Aber also, wir haben es jetzt nicht mit Blasentest und mit Blutentweihung nachgeprüft, aber rein mathematisch gesehen wäre das schon möglich, da wir inzwischen nun doch schon ganze 44 Himalaya Tiralala, der Yeti ist für Lulle da im Laufe des Nachmittags zu uns genommen haben dürfen. Mussten. Weil der halt einfach viel zu oft zu blöde guckt, der dämische Hund. Das war ja gar nicht seine Aktion, das bisschen rumbrüllt und mal so ein kleines Mäuerchen einzureden. Ja Gott, das sauf ich doch auf einer Leber ab. Aber fick in der Hölle kann der mit Wems glotzen. Also was habe ich echt noch nicht erlebt im Leben. Meine Friese, Fresse. Ja. Ey, gegen den bist selbst du ein Weizenknabe. Ne? Und auch du kannst ganz schön dusselig, ne? Aber mein Lieber, aber wirklich. Na, aber komm, gut, Schlamm drüber. Ja. Auch wenn wir etwas alkoholisiert sein sollten, so wollen wir uns ja doch zusammenreißen und ernsthaft das Gesehene noch einmal Revue pausieren, pissen lassen. Ne? Sehr gut gefallen.
hat mir ja doch das lustige Fahrstuhl-Jojo, das der kleine Racker da verunstaltet hat. Ich meine, denen war bestimmt kurz übel da drin, ne? Ja, ja, ich sag mal, Humor hat er ja schon, der Wolfgang Petri, der olle Jeti. Ja. Ne? Ja, 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 das war ulkig, immer rauf, runter, runter. Aber was ich ja persönlich viel kühler fand, war, wie der Affenmann da wieder von dem Wolkenkitzler runtergestiefelt ist. Das macht er ja nicht wie Yeti und Pleti mit dem Fuhrstahl, sondern einfach draußen per Penis die Wand lang, wo er sich eigenfüßig mit den dicken Monstermauken da die Treppe in die Fenster tritt, der alte Quantenphysiker. Hast du verstanden, Quantenphysiker? Verstehst du das nicht? Ach so. Ja. Horst, wer tritt von draußen rein? Dort möchte ich kein Glaser sein. Um es mal poetisch zusammenzufassen. Gut, Fenster lernt man halt in den Gebirgsregionen, wenn man eine scharfe Alte abkriegen will. Ebenso wie Fangen, ne? Wenn die angebutterte mal von der Leiter fällt. Ne? Oder vom Baum oder... Oder Fahrstuhlschacht, ne? Natürlich. Der war ja auch ganz prima gelöst, dieser Fall. Ja, ja. Das hat er sehr gut gemacht, der Yeti-Ritter. Er kann ja auch ein Kumpel sein. Kann er. Aber sagen wir mal ganz general, warum sieht der Yeti eigentlich aus wie ein Bigfoot? Weil der ist ja komplett braun im Schritt, ne? Und auch drumherum, wie man das so hört. Aber der klassizistische Yeti, der kommt doch traditionell aus den Schnee- und Skigebieten und ist deshalb eigentlich ein alter weißer Mann. Wieso ist dann aber unser Blödglotz-Yeti hier ganz kackebraun und zottelig, wie eben Eichstrich, wie eben eigentlich eher ein Fickbutt, Bigfoot? Ach so, ja, stimmt, Peter. No? Ja, das ist auch mir eine Brezel. Brezel. Ja, no? Das ist Brezel. Und ich meine, wir sind ja ohnehin in Tonto-Ronto, ne? Also in Kanadien. Da hätte man ja auch ganz einfach den Bigfoot nehmen können. Der wohnt da ja um die Ecke. Ha? Ich meine, warum dann extra einen Yeti, der noch nicht mal aussieht wie er selber und über den man im Grundbuch auch nichts erfährt? Kein ne? Wort, kein Wort. Außer, dass er jetzt halt da ist, um zu bleiben. Ne? Ich meine, das macht doch gar keinen Sinn, keinen logischen. Stopp. Hier, keine Logistikfragen nach 22 Uhr vormittags. Alte so. Schlotzfortsregel, das weißt du, genau, so mein lieber Freund und Karpfenstecher. Ja, so. Obwohl ich ja selber frug. Aber wenn man dieses Fass mit den Sinnfragen erstmal aufmacht, und das ist wie die Buchse der Camorra, glaub mir das mal. Weil man ja wirklich gar nichts versteht bisher. Nicht mal, wenn man nüchtern sein täte. Was hier ja, Detini, was hier eine Verschwendung wäre. Absolut, ja, ne? Aber bla bla bla, sag ich da auch mal, weißt du? Immer dieses überhebliche Sinngesuche. Ach so. Das ist doch nicht Ostern heute. Ach so. Weißt du, scheiß doch auf die ganze Logik und den Killefick. Ne? Wo ist die Welt schon logisch? Ach. Ja? Ich meine, guck mich an, ich fress und fress. Und nehm trotzdem nicht ab. Und du rauchst so fleißig wie eine ganze Reifenfabrik und wirst trotzdem nicht schöner. Mann, yes. Man, wo bleibt da die Fairness? Ist nicht da die Fairness. Also, komm, entspann mich und genieß einfach, was dir hier an Spannern und Schaubuden gewährt wird. Naja, was? An Schauwerten geboten wird. So, also, wo wurden wir stehen gelassen? Ach ja. Professor Hotzenplotz ist tot ja. Und die fiese Schweinebande will, dass unserem lieben Tetris
in die nicht mal vorhandenen Schuhe schieben, so. Die Bestie ist verrückt geworden. Sie wollte uns alle umbringen. Sieh nicht hin, Harvey. Wobei, wenn ich jetzt Polizist wäre, ich würde mich ja schon fragen, tun täte, wie sich der Herr Yeti nach dem ganzen Gemorde denn wohl wieder selbst die Schläuche in die Runkel da gerammt haben soll. Ja? Und wieso er sich dann wieder gemütlich zum Pufen legt und weiterknackt nach dem ganzen schönen Blutrausch. Das ist doch von vorn bis hinten nicht logisch, ist das nicht? Ja, richtig, schon nach 22 Uhr auch in Kanada. Korrekt. Und deshalb Fresse jetzt weitergekackt. Geguckt, ne? Denn der Yeti ist mal richtig stinkig jetzt und hat einen Hals so dick wie sonst nur ich, ne? Ja. Also, auf ins Gemetzel und mach sie alle platt, mein kleiner Freund. Film ab! Reich. Mach uns mal einen Kaffee, ne? Für mich mit Schuss. Ja, gerne. Die Scheißkiste springt wieder nicht an. Da ist er! Wir sollten uns trennen. Thank you.
Polizei es nicht schafft, müssen wir ihn erledigen. Er ist ja furchtbar zugerichtet. Diese Bestie muss endlich erledigt werden, bevor sie noch mehr Menschen umbringt. Sergeant! Sergeant, er kann ihn nicht getötet haben, natürlich, das ist unmöglich! Sergeant! Es ist etwas Schreckliches passiert. Da draußen sind zwei total verstümmelte Männer. Kommen Sie schnell! Wo sind sie? Draußen hinter der Halle, sie sehen furchtbar aus. Das war er wohl auch nicht. Sergeant, der Yeti ist ganz harmlos, glauben Sie mir. Also gehen Sie doch. Schnell in den Wagen! Rolle Zentrale, hier Wagen 35. Sergeant Stricker, geben Sie mir den Chef, aber beeilen Sie sich. Ich habe Stricker in der Leitung. Da muss was passiert sein, er will den Boss sprechen. Also stell mal durch. So, der Boss ist dran, Sergeant. Bitte sprechen Sie. Der Yeti hat Professor Wassermann umgebracht und angeblich noch zwei Männer. Findet ihn und schießt ihn ab. Ja, am Apparat. Professor Wassermann ist tot. Zu. Deine Männer haben ihn verrückt gemacht, sonst hätte er nie getötet. Blödsinn. Das ist kein Blödsinn, Cliff. Und mir geht jetzt ein Licht auf. Sie haben die Klimaanlage abgedreht und das Telefon außer Betrieb gesetzt. Und als ich mit Herbie weggegangen bin, haben Sie den Professor umgebracht. Sie waren es. Ich gehe jetzt zur Polizei. Du bist ja übergeschnappt, Jane. Beruhige dich! Beruhige dich! Kein Mensch würde dir glauben. Du würdest nur dem Ansehen deines Großvaters schaden, also vergiss diese verrückte Geschichte, hörst du? Vielleicht haben sich die beiden bestechen lassen. Aber ich werde die Sache in die Hand nehmen. Verlass dich drauf. Wir brauchen keine Polizei. Cliff. Oh, Cliff. Wir müssen Beweise finden. Yeti ist unschuldig, ich weiß es ganz genau. Du auch, Cliff, sei ehrlich. Vielleicht, aber wie beweisen wir es? Im Wagen ist ein Gespräch für dich. Ich glaube, der Boss, Mr. Honeycutt, ist dran. Pass auf, dass Miss Honeycutt hier bleibt. Hier für dich, der Sekretär vom Präsidenten. Ja, hier ist Cliff. Es hat eine kleine Panne gegeben, aber wir haben sie wieder ausgebügelt. Es läuft alles nach Plan. Wir brauchen nur noch den Yeti zu finden. Was heißt schiefgelaufen? Die hat Professor Wassermann umgebracht. Wir sind zwar Konkurrenten, aber keine Mörder. Was sollten wir denn tun? Kommen Sie in einer Stunde zum Mount Royal. Das kann ich Ihnen nicht versprechen. Ich muss erst sehen, ob hier alles glatt läuft. Jane hat Verdacht geschöpft und sie versucht jetzt, Beweise zu finden. Das müssen Sie verhindern. Da war doch was. Ach so, das war nur der Hund. Hier, Indio. Indio, wo ist Herbie? Wo ist der? Dieses Mädchen hat leider alles entdeckt. Na und? Dann bringen wir sie doch zum Schweigen. Tja, ich sehe auch keine andere Möglichkeit, als sie umzubringen. Mit Vergnügen. Der Junge, schnapp ihn dir, Barton. Herbie! Herbie! Lassen Sie ihn los! Lassen Sie ihn los! Lass mich los!
bist ein dreckiges Schwein! Lass mich los! Lass mich los! Du Verräter! Nein! Nein! Yeti hat die Lagerhalle von General Motors zerstört. Er bewegt sich jetzt in Richtung Mount Royal. Alle verfügbaren Einheiten zum Mount Royal. Sind hier vorbeigefahren, verfolgt sie! Die anderen sollen sich genau an die Anweisungen halten. Sag ihnen Bescheid! Hier 213, es geht alles weiter wie geplant. Ihr fahrt jetzt alle zum Mount Royal. Der Yeti ist unterwegs dorthin. Meldet euch! Was ist los? Fahrt auch schneller! Thank you.
los, erschieß ihn! Mach schnell! Nein, nicht! Herbie! Sie sich in Sicherheit. Er ist gefährlich. Unsinn. Lassen Sie mich in Ruhe. Hör auf, Yeti. Nein. Nicht. Yeti. Mein Bruder und ich, wir haben dich sehr gern. Hörst du, Yeti? Wir wollen, dass du lebst. Also lauf weg. Lauf schon weg, Yeti. Sie werden dir sonst was antun. Geh wieder zum Himalaya. Dort bist du zwar allein, aber dafür trachtet dir niemand nach dem Leben. Thank you.
Morgen, da sind wir noch ein letztes Mal zurück für euch. Angemessen ausgenüchtert und ernüchtert. Denn der abrupte Schluss ließ uns jetzt doch ein wenig verwundert zurück, nicht wahr, mein Peter? Durchaus. Und ich meine jetzt nicht nur über die mutmaßliche Sichtung eines haarigen Yeti-Pimmels. Ja, wobei es sich ja nicht eindeutig sagen lässt, ob das nun wirklich der legendäre Bigfoot-Bömmel war, der da versuchte, sich durchs Unterholz zu kämpfen, oder doch nur der vom Haar umrahmte Glockenstuhl von St. Klöten, der aus dem Schenkeldreieck schaukelte. Das wird, genau wie die Sichtung des Yeti selbst, wohl für immer ein Mythos und Geheimnis bleiben. Schön gesagt, Peter. Auch Fabelwesen haben ein Recht auf Intimsphäre. Das sollten wir vielleicht einfach akzeptieren. Allerdings. Überhaupt dürfen wir uns ruhig erlauben, am Ende auch mal ein wenig über Gefühle zu sprechen. Ja. Denn im Finale wurde es an vielen Stellen ja doch gewaltig emotional. Wobei für mich vor allem diese unglaublich intensive Szene mit Mr. Honeycutt herausstach, in der er vom Tod seines alten Freundes Professor Wasserwaage erfuhr. Also das war wirklich ganz, ganz großes Kino. Da kann man sich nur bedanken, dass wir solch einen Glücksmoment der Schauspielkunst hier gemeinsam genießen durften. Mr. Honeycutt! Ja, am Apparat. Professor Wassermann ist tot. Nicht nochmal bis zum Ende zeigen. Sonst kann ich nicht mehr weitermachen. Ich bin ja schließlich auch nicht aus Stein. Ja, bitte aufhören. Ich kann auch nicht weiter. Ehrlich. Boah, das hat mich jetzt wirklich alles total deep getatscht in den letzten Minuten. Aber und als Hundeväter, da müssen wir uns auch beide nicht schämen, dass wir Rotz und Wasser geheult haben. Als wir alle glauben mussten, der treue Colli Indio hätte die brutale Messerattacke nicht überlebt. Da konnte ich nicht mal mehr drüber lachen, dass der Yeti in dem Moment einen seiner wirklich allerblödesten Blicke präsentierte und ihm sogar dabei noch der Sabber aus dem Maul lief. Oh, Indio. Indio. Wobei ich ja glaube, dass das nicht einfach nur Dösigkeitslulle war, die ihm da aus der Fresse suppte, sondern so eine Art homöopathische Heileaule, weißt du, die helfen sollte, den kleinen Kläffer wieder gesund zu machen. Ja, aber nun gut, wie auch immer. Zum Glück kam Wuffi am Ende ja wirklich in epischer Breite zu Engelschören und schwiemeliger Schwulstmusik in Zeitlupe, kerngesund wieder angelaufen. Entweder von der Yeti-Rotze Wunder geheilt oder nachdem er sich kurz selbst verarztet und ein Taxi genommen hatte. Okay, also vielleicht ein kleines bisschen zu künstlich kitschig ausgewalzt, aber hey, was soll's. Schließlich war das dann ja doch die emotionalste und schönste Szene im ganzen Film. Unbedingt. Ja, wobei es ja schon erstaunlich ist, dass gerade die in der kurzen Kinofassung komplett fehlte. Hä? Ja, das heißt, wer den Yeti damals im Lichtspieltheater erlebte, muss davon ausgegangen sein, dass der treue Colli es wirklich nicht gepackt hatte. Du machst Witze. Nein. Echt jetzt? Ja. Nee. Also es ist kein Wunder, dass der Film an den Kinokassen gefloppt ist. Sowas kann man doch nicht machen ohne Triggerwarnung. Sag mal, der hätte ja ganze Generationen an Zuschauern traumatisiert, wenn den mehr gesehen hätten. Ne? Ja. Das ist doch unglaublich. Wie kann man sowas Wichtiges ohne Not rauskürzen? Keine Ahnung, Peter. Keine Ahnung, wirklich. Ne? Aber in der Short-Version, da fehlte ja so einiges. Nicht? Neben der wichtigen Indio-Wiederauferstehung sogar Honeycutts Abseilung, das Fischgrätenfrisieren und die Nippelsteife. Die Nippelsteife? Ja, ja. Ehrlich gesagt konnten die Zuschauer da noch wesentlich weniger verstehen als wir hier. Wobei ich glaube, dass der Regisseur und der Autor von Anfang an selbst nicht verstanden haben, was sie da eigentlich erzählen wollten. Denn keiner der Storyfäden wurde ja irgendwie konsequent mit einem anderen verwoben oder zum Ende geführt. Egal ob die angedeutete und in sich verpuffende Love Story mit Jane und Cliff,
Herbys nicht aufgelöstes Schweigegelübde, diese seltsame Freundschaft zwischen Honeyman und Wassercut, geschweige denn die Hauptgeschichte um Yeti und Jane und Family. Alles war einfach so da. Und der Rest wurde aus King Kong und Konsorten zusammengeklaut. Und am Ende macht Zottelboy einen Schuh und schlurft depressiv nach Hause. Ja, das stimmt, das stimmt. Bei diesem Abschied wurde einfach auch wieder viel zu viel völlig unsensibel rausgeschnitten. Mhm. Deshalb konnte man das gar nicht richtig kapieren. Aber weißt du was? Ich habe das alles restaurieren lassen. Oh. Und das sehen wir uns jetzt noch schnell an. Jawohl. Aber erst nachdem wir uns gebührend verabschiedet haben. Denn unsere schöne Spätsommerstaffel ist hiermit ja leider schon zu Ende. Tschüssi. Also, tschüssi, ihr Süßen. Hm? Wir sehen uns im Advent. Ne? Achso, und hier noch das echte Yeti-Goodbye. Uncut. Taschentücher bereithalten. Ganz wichtig, ja. Du bist mein Yeti.